So, willkommen zum zweiten Teil des sehr aufregenden SQL SQLite Tutorials. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Zeit abzufragen vom Server, was noch überhaupt gar nichts mit der Datenbank zu tun hat. Was wir jetzt machen möchten, ist natürlich auf die Datenbank zugreifen. Und etwas Geniales ist dieses ADO.NET Entity Model, was wir hier eingefügt haben im Projekt. Das hat mir eine wahnsinnige Arbeit erspart, denn ich kann jetzt eine Funktion einfügen, bei der ich bereits alle Modelle und alle Objekte zur Verfügung habe. Das heißt, ich mache jetzt eine Funktion, die möchte zum Beispiel den besten Fahrer abrufen. Erstmal Operation Contract verwenden, um die Funktion von SilverLight-Seite verfügbar zu machen. Dann public function get best fahrer as und jetzt kommt Autofahrer. Das heißt, dieses Objekt habe ich direkt enthalten und kann es auch verwenden. Dieses Autofahrer kommt ja von der Datenbank. So, jetzt werde ich Folgendes tun. Ich möchte einen Autofahrer abrufen und dafür brauche ich erstmal die Datenbank. Das heißt, dem Database as new model 1 Container. Somit habe ich mal einen Zugriff. Dem Fahrer as Autofahrer. So, damit hätte ich mal das Ergebnis, was ich gern hätte. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Fahrer abrufen, der in der Datenbank drin steckt. Erstmal muss ich wissen, ob überhaupt ein Fahrer da ist. Dem myCount as integer gleich from, jetzt kommen wir mit link, in database.autofahrerset, was man übrigens auch sehr bequem erstellt hat, where d.unfälle gleich 0, wir wollen ja den besten Fahrer haben, dann soll er mir select d. Und das hätten wir gern gezählt. So, jetzt haben wir also mal die Anzahl der unfallfreien Fahrer. If my count gleich 0, denn, so, jetzt haben wir überhaupt gar keinen Fahrer in der Datenbank, jetzt möchte ich mir erstmal einen erzeugen. Damit möchte ich vor allem demonstrieren, wie man einen Eintrag in der Datenbank macht, was ich hier im Tutorial nämlich nicht weiter ausführen werde. Also ich werde keinen Datenbank-Eintrag irgendwie mit Create-Fahrer machen, außer in diesem Fall, weil wir wollen ja irgendwie welche Daten haben. Fahrer gleich Autofahrer.createAutofahrer. Das hatte mir alles automatisch generiert, da muss ich überhaupt nichts überlegen. Und dazu, weil ich im Entitätsmodell diesen Autofahrer bereits festgelegt habe mit allen Properties, erstellt er mir direkt auch die Überladung und die Funktion. CreateAutofahrer hat bei mir jetzt die ID 0, er heißt TestAutofahrer, hat das Geburtsdatum von NewDate. Machen wir mal NewDateTime, sagen wir mal 1978, der 11. Monat, der 11. Tag. Okay, und er hat tatsächlich 0 Unfälle gehabt. So, und damit hätten wir mal den Fahrer. Database.autofahrerset.addObject, den Fahrer, da schlägt er mir auch direkt hier vor, also er hätte gern Autofahrer. Was wäre mit dem Fahrer haben? Database Punkt Save Changes. Nicht vergessen, man vergisst es andauernd, nicht vergessen, Save Changes. Else Fahrer gleich. Falls ich also doch noch einen Fahrer drin hätte, der Count also über 0 ist, Fahrer gleich. From d in database Punkt Autofahrer Set where d d.unfälle gleich 0, select d.
Nicht schwer, genau das gleiche wie oben. Eigentlich haben wir oben schon die Abfrage gemacht, nur oben war der Count, damit ich wissen kann, ob ich einen neuen Eintrag mache. Jetzt haben wir unseren Fahrer selektiert. So, was brauchen wir jetzt noch, wenn wir den Autofahrer als Rückgabewert haben möchten? Den Fahrer, und zwar Return-Fahrer. Und schon haben wir den Fahrer. Jetzt muss ich erstmal speichern, das Ganze neu erstellen. Ist hier schön gestartet und sogar erfolgreich. Jetzt gehen wir in unser Projekt, haben unsere Service-Referenz, updaten die mal schnell. Auch hier Riesenarbeit, was einem erspart wird. Ja, doch noch. Alles klar, jetzt hat er das geupdatet. Jetzt haben wir unsere Mainpage. Und da habe ich bereits hier einen besten Fahrer eingefügt vorhin. Das ist ein Button, bester Fahrer, hat ein Klick-Event. Und der Content heißt bester Fahrer. Mache ich mal einen Doppelklick drauf, um einzusteigen. Ja, was müssen wir jetzt machen? Eigentlich nicht viel, denn unser Server stellt wieder mal alles bereit. Ich hätte gerne gewusst, wie ich hätte gern den besten Fahrer gehabt. Service 1.get bestfahrerAsync. Und im Service 1, dadurch, dass ich es geupdatet habe, habe ich ein neues Event gekriegt. GetBestFahrer completed. Sehr schön. Das heißt, dem Fahrer Service 1 Referenz.autofahrer gleich. E.Result. Wir lassen das C-Type mal schön weg, weil es kürzer zu schreiben geht. Und weil ich mir ganz sicher bin, es ist ein Autofahrer. So, jetzt, was müssen wir machen mit den Infos? Ganz einfach. Me.Text, Info.Text gleich Fahrer.Fahrername. Machen wir mal plus Fahrer.Geburtsdatum.ToString plus Unfälle gleich plus Fahrer, nee, plus Unfälle.toString. Sehr schön. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hoffen, dass er funktioniert. Ich gehe nochmal hier hin auf Client bin, Browse this, setze mir den als Default. Starte das Ganze. Silverlight Application für V wird gestartet. Ich gucke erst nochmal, ob die Zeit funktioniert. GetBestFahrer. Ja, okay, mein Fehler. Hier ist es natürlich so, ich kriege einen Autofahrer, eine Anzahl von Autofahrern. Da hätte ich natürlich nur gern den erstbesten gehabt. So, was wir vorhin mit Count umgangen haben. Welche Funktion es natürlich gar nicht gibt. Null, Blödsinn. Das ist ja hier alles viel angenehmer. First, so, nochmal probieren. Aber bitte. Natürlich, den Testfahrer haben wir mit dem 3.5.2011. Unfälle 0. Ja, was ist das für ein Datum? Es scheint, als wenn da schon mal irgendjemand gewesen wäre. Das heißt, wir haben den gar nicht auf 0 gehabt, sondern da war schon mal ein Testfahrer, den ich wahrscheinlich von vorher vom Test noch drin hatte. Aber das ist genauso, wie es hier dasteht. Der Testfahrer, HTS habe auch Testautofahrer steht hier. Der Testfahrer, der wurde ausgelesen und wurde zurückgegeben.
So, das ganze Tutorial steht auch als binäre Solution zur Verfügung und dann wünsche ich mal viel Spaß damit.